Zweifache Mutter stirbt einen Tag nach der Attacke. Und das Wetter morgen wird wieder deutlich ruhiger und sonniger. Eine Frau, die mit dem Coronavirus infiziert sein soll, flüchtet mitten in der Nacht aus der Quarantänestation im Krankenhaus. Die Polizei muss heute früh zum Großeinsatz ausrücken. Sie fahndet nach der Frau und findet sie schließlich zu Hause. In Schutzkleidung stehen die Einsatz. Weiter, zumindest in der Westhälfte. Im Osten hält sich dagegen oft zäher Nebel. In der neuen Woche wird es dann wieder turbulenter. Heftiger Schneefall legt in Tirol und Salzburg Züge lahm. Auch Autobahnen mussten heute gesperrt werden. Das ist das Thema bei euch heute. Ja, nach dem Sturm ist jetzt der Schnee da und der macht Probleme. Die Mitarbeiter der ASFINAG waren